sagen, zu Tag 2. Wir sind schon auf dem Turnier, beziehungsweise auf unserer Wiese, die hier direkt neben ist. Donki kann ein bisschen grasen und ich muss ihn jetzt aber fertig machen. Es ist jetzt 8:30 und um 9 fängt unsere Übung an. Und ja, ich glaube, wir sehen ein bisschen scheiße aus inzwischen. Aber alles okay. Wir gehen jetzt, jetzt ist es eine A2-Sterne-Zeit. Und danach um 11. Jetzt im A2-Sterne sind wir 23. Starterin von 70 oder sowas. Und ja, genau, ich mache ihn jetzt erstmal fertig. So, Donki ist jetzt fertig gemacht. Ich konnte leider nicht filmen, weil ich heute relativ auf mich alleine gestellt bin. Weil meine Mutter heute leider nicht helfen kann. Und alleine ist das ein bisschen doof. Da guckt man doch eher, dass man zeitig ist mit fertig machen. Jetzt gehen wir gerade hoch zum Turnierplatz. Und dann gehe ich den Parcours ab. 482 Twilight Burning Duncan. Geritten von Annika Grisar, Reitverein Vögel sind Wächter. Wie ihr gesehen habt, war das A2-Sterne jetzt nicht so doll. Wir waren einfach viel zu flach noch von gestern. Und dann habe ich wieder angefangen zu zummeln. Dann 4, 5, 6 ging wieder. 8 war wieder scheiße. Und ja, ich habe mich jetzt bis 11 heute streichen lassen und tue jetzt gerade Donki und dann laden wir ihn auf und fahren wieder nach Hause. So. Ich war jetzt inzwischen ein paar Stunden zu Hause und dadurch, dass ich das L ja jetzt nicht geritten bin und auch davor und danach nicht wirklich was gefilmt habe, habe ich mich jetzt dazu entschlossen, dass ich zumindest so ein Follow My Day mache, vielleicht auch Follow My Week. Das muss ich mal gucken, wie ich das zeitlich geschafft, bekomme, wie ich das zeitlich hinkriege. Ich versuche es auf jeden Fall, dass ich jetzt diese Woche so oft wie es geht ein Video hochlade und vielleicht wird es ja dann am Ende sogar ein Follow My Week. Ja, ich bin jetzt gerade wieder bei den Pferden angekommen und werde jetzt die beiden Pferde reiten, für die ich Urlaubsvertretung mache, das heißt Sterntaler und Bradley. Sterntaler ist ein 7-jähriger Trakehner-Wallach, der erst seit 1,5 Monaten hier steht und Bradley ist ein 8-jähriger deutscher Reitpony-Wallach mit einem Connemara-Vater. Meiner Mutter gezogen und genau, die Besitzer von den beiden sind gerade im Urlaub und deswegen reite ich die zurzeit ein bisschen öfter. So, ich bin jetzt fertig mit Sterntaler und so clever wie ich bin, habe ich gefilmt, aber in die falsche Richtung. Das heißt, ich habe bestimmt 20 Minuten lang Wald gefilmt. Ganz starke Leistung. Aber morgen reite ich ihn wieder ein bisschen dressurmäßig. Das war jetzt sowieso erst das 5. Mal, dass ich ihn geritten bin. Und oh Gott, die Sonne blendet so doll. Eigentlich hat er das ganz lieb gemacht. Weil Donki morgen frei hat, überlege ich gerade, ob ich morgen mit ihm mal die Aufgabe fürs nächste Turnier reite, die VA1. Damit ich die mal wieder geritten bin und weil ich ihn morgen sowieso reite, mache ich das wohl mal. Ich mache mir jetzt Brady fertig. Ich hoffe, da bin ich ein bisschen cleverer mit dem Film, dass ich auch wirklich was filme und nicht nur Wald. Und ja.
auch so. Und mit Ines, Isi wird doch nicht anders werden, wenn Isi nicht bald aus ihrem Schönheitsstab So, ich bin jetzt Brady geritten, ich bin mit ihm ein bisschen auf dem Springplatz geritten und habe auch so ein paar Sprünge gemacht. Meine Mutter hat das auch ein bisschen gefilmt, wie ihr gesehen habt. Und ja, langsam wird er wieder ein bisschen locker und ganz entspannt, fängt wieder an zu kauen. Jetzt macht er sich zwar leider ein bisschen zu eng, aber das kann er jetzt 2-3 Mal reiten so machen und dann sollte er schon wieder ein bisschen weiter nach vorne kommen.